Moinsen, heute geht's mal wieder um Kopfhörer, um diese hier nämlich genau. Es sind keine Hyphen, keine Galaxy Buds, keine AirPods, sondern No-Name Wish-Kopfhörer für 9 Euro. Und ich erzähle euch gleich auch sofort, was ich davon halte und was sie können. Viel Spaß, jetzt geht's los nach dem Intro. Dann würde ich sagen, legen wir mal los und switchen auf die Kamera, wo wir die Kopfhörer etwas besser sehen. Wir sehen ein echt nicht so hochwertig aussehendes Gehäuse, was sich auch nicht wirklich hochwertig anfühlt. Hat auf der Unterseite einen Micro-USB-Port, also noch einen alten Stecker, auch nicht hochwertig. Und hier in der Mitte, wenn wir sie anschalten bzw. aufklappen, sehen wir hier auch nochmal LEDs, die anzeigen sollen, wie voll das Ganze ist. Dem würde ich aber nicht unbedingt vertrauen. Aber naja, auf jeden Fall sollen da LEDs sein. Und dann haben wir hier die Kopfhörer an sich mit einem Druckknopf an der Seite, um sie zu koppeln. Und das fühlt sich ganz okay an. Wenn wir die mal ins Ohr packen, da sitzen die relativ, also sie sind sehr fest drin und schieben sehr stark ab. Also es ist schon ein ziemlicher Druck auf dem Ohr. Also würde ich da mal sagen, fühlt sich jetzt nicht ganz so gut an. Wir versuchen sie jetzt mal zu koppeln. Deswegen nehmen wir das Handy dazu, nachdem es entsperrt ist. Und koppeln das Ganze dann auch sofort. So, da müssen wir in die Geräte. Das müssen wir anschalten. So, jetzt soll es an sein. Jetzt suchen wir mal nach den Dingern. Mal schauen, ob sie gekoppelt werden. So, da scheinen sie auch schon gekoppelt zu sein. Angeblich 80% Akku. Und jetzt packen wir die mal rein und gehen einfach mal auf YouTube und hören uns da mal was an. Und schauen mal, ob es erstmal geklappt hat, dass die koppeln. Und dann, wie der Klang so ist. So. Sehr schön. Jetzt hören wir als erstes mal die Werbung. Vom ersten Anhören ist es jetzt nicht so schlecht. Drehen es mal so. Ist okay bis jetzt. Also bisher ist es vollkommen in Ordnung. Also ist eine leichte Verzögerung halt da zwischen dem, was man sieht und was ankommt sozusagen. Aber das reicht mir eigentlich schon. Wir können mal hier reinhören. Einen leicht anderen Song, sag ich mal. Also, das reicht mir eigentlich schon als erster Eindruck. Nehmen wir auch mal direkt wieder raus. Also ich muss sagen, es klingt vollkommen in Ordnung, sag ich mal. Also dafür 9 Euro, also die haben 5 Euro gekostet, dann nochmal 4 Euro Versand. Also insgesamt kommen wir da auf 9 Euro. Finde ich es vollkommen in Ordnung. Also, es sind jetzt nicht die besten Kopfhörer, die ich je hatte, aber für 9 Euro habe ich das auch eigentlich nicht erwartet. Die sind halt echt nicht hochwertig verarbeitet. Ich sehe auch nirgendwo ein CE-Symbol. Also, ich weiß nicht, ob man dem Ganzen unbedingt von der Qualität trauen kann. Hier ist kein Symbol zu sehen. Auf der Verpackung habe ich jetzt auch nichts gesehen. Deswegen ist die Frage, wie sicher sie jetzt sind. Das kann ich nicht bewerten, ne? Sind halt von Wish, das heißt, ich weiß nicht, wie hoch die Qualität bei den Produkten immer ist, aber von der Qualität an sich würde ich sagen, für 9 Euro, das ist vollkommen in Ordnung, die eine Kopfhörer sind, für 9 Euro kann man echt nicht meckern, klingen ein bisschen besser als die beim iPhone oder bei einem normalen Samsung mit drin sind, wie die AKG, würde ich jetzt sagen, die im Lieferumfang
von dem Samsung sind. Also nicht besser, aber besser als die im iPhone, aber nicht so gut oder ähnlich wie die im Samsung-Lieferumfang, würde ich jetzt einfach mal sagen. Von dem her, ne, schaut euch das mal hier an. Wie gesagt, echt billig, aber für 9 Euro würde ich jetzt sagen, ist vollkommen okay. Qualität, wie gesagt, kann man schwierig bewerten bei Wish. Aber an sich von der Soundqualität würde ich sagen, wirklich in Ordnung für 9 Euro. Genau, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder ein Abonnement oder schreibt einen Kommentar. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein!